Langsam wurde es undurchsichtig im Sumpf der Ex-Freundin von John Doe. Wer war jetzt diese Mimi? Wo konnte ich sie finden? Ich kam nicht weiter. Ich brauchte einen Drink, ich brauchte eine Lebensversicherung und ich brauchte einen Anhaltspunkt. Was ich hatte, war ein Mantel, ein Hut und eine Knarre. Ich ging an die Bar, um den Nebel in meinem Kopf mit ein paar Börsen zu verdünnen. Als ich Buddy erklärte, dass ich ein Mädchen namens Mimi suchte, stellte er sich dumm. Ich bot ihm 20 Mäuse an. Er sagte, 20 Mäuse wären anständig und wollte 40. Ich gab sie ihm und er riet mir, mich vor Mimi in Acht zu nehmen. Sie sei die Sorte Frau, die mit jedem Kerl einen Drink nimmt. Auch wenn sie ihn erst niederschlagen muss, um an die Flasche zu kommen. Er selber war auch schon auf sie reingefallen.